Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Ich bin der Mungo. Das hier ist mein Anwalt. Das hier ist unser Außendienstmitarbeiter. Und das ein kleiner Igel, der gerne auch bei dir Wasser trinken würde. Stell ihm eine Schale hin. Und nun ja, hierbei dürfte es sich um einen Kröterich handeln. Jene Art von tiefem Wesen, das für gemeinhin in Höhlen zu finden ist, wo es dann auf einem großen Stein sitzt, neben einer kalten Flamme und auf einer kleinen Flöte morbide Dissonanzen von sich gibt. An der Oberfläche hier bei uns dann jedoch unter anderem einen Reporter mimend. Und mitunter denkst du nun, dieser Clip sei schon alt und ausgelutscht. Dazu braucht man eine Zunge und ich meine, er hat eine und keine Fliege am Mund. Ich habe das Ganze im Video Enhancer bearbeitet und wir schauen uns das genauestens an. Ich verstehe auch nicht, wie es heißen kann, dass hier sei schon debunked worden. Wieso? Weil jemand, der so aussieht wie er, in einem Interview gesagt hat, es sei eine Mücke gewesen. Nur deswegen ist hier für mich gar nichts debunked. Wenn, dann anhand des Videomaterials. Und so genau, wie wir uns das nun anschauen, hat das noch keiner getan oder wenigstens dann davon kein Video gemacht. Wir schauen uns das also am klarsten, deutlichsten und besten an, mein Freund. Und wir schauen uns das auch am besten jetzt mal an. Hier mal ein Vorgeschmack, was aus diesem Frame wurde. Diese Reportage handelt übrigens von dem Mord an einem Schüler an einer Schule. Sein Name war Chris Wood. Aber das hörst du nun selbst. Schauen wir uns das Original an, inklusive Ton. What really happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death? The fuck is that? Augusta High School that led to Chris Wood's death. The fuck is that? Augusta High School that led to Chris Wood's death. The fuck is What the fuck is that? Oder what the fuck is that? Als erstes habe ich das Video stabilisiert. Und schon diese Mühe hat sich niemand getan. Das hier zeigt also auch schon klarer als alles andere, was es hierzu gibt, was zu sehen ist. Eine Fliege, aber was für eine Art von Fliege sollte das sein? Und von woher soll sie gekommen sein? Schauen wir uns nun den bearbeiteten Clip an, so wie er der Video Enhancer ausspuckte. Und dann gehen wir in den Video-Enhancer. Dort gehen wir dann einzelne kleinere Bereiche durch, aber ich möchte, dass wir uns das erstmal komplett anschauen. Wahrhaft zaubern kann dieses Programm auch nicht, aber es vermochte doch einige Details hervorzulocken, die vorher nicht sichtbar waren. Noch als kleine Randinfo, dieser Chris Wood war ein Weißer und er wurde von 6 Schwarzen totgeschlagen an dieser Schule. Und dieser Clip hier wurde berühmt, in Anführungszeichen, weil dieser schwarze Reporter sozusagen Ghetto geht aufgrund dieser Fliege und flucht. Das ist dabei überhaupt keine Fliege. Und genau bei Chris Woods Death passiert es. Genau da soll ihm dann diese Fliege an den Mund fliegen, die er dann aber nicht ausspuckt. Vorher soll übrigens alles in Ordnung mit ihm sein. Werfen wir nun den genauesten Blick darauf im Video Enhancer an sich. Hier kann man schön reinzoomen und wir schauen uns das alles mal an. Das hier ist der Startframe, auch schon recht sonderbar, der Mund. Und selbstverständlich ist diese Qualität
ziemlich schlecht. Und auch nicht alles, was jetzt hier durch den Video Enhancer hervorgeholt wird, ist auch tatsächlich so, aber es ist auch nicht alles Schwachsinn. Das hier ist meiner Meinung nach kein Schwachsinn. Das ist kein Bildfehler, sondern war so in der Art tatsächlich zu sehen. Genauso auch die Augen. Was sollen das für Augen sein? Schau dir diese Lider an. Die ragen nach vorne. Wie krass hat der von diesen Mücken die Augenlider zerstochen bekommen, um so auszusehen? Oder steht er am Abgrund eines anaphylaktischen Schocks? Aufgequollener geht es ja wohl kaum. Ein Kröterich. Etwas anderes fällt mir dazu fast nicht mehr ein. Und hier soll ja immer noch alles vollkommen in Ordnung sein. Bis dann diese nach einer Zunge, nach einer Reptilienzunge aussehende Fliege aus dem Nichts an seinem Mund erscheint, er sie in den Mund saugt und dabei komische Geräusche macht. Nun hat er das Pech, dass ihm diese Fliege an der Lippe landet, aber vorher verbiegt sich sein Mund auch schon seltsam. Schau, hier ist die Mücke noch gar nicht da, aber schon der Elefant. Dieses Ding hat's sowas von verrafft. Wie ein Mensch auszusehen, dafür braucht man auch keine Dicyaninbrille. Anscheinend gefiel ihm der Mord an Chris Wood. Denn genau bei dem Wort Death verliert er jegliche Kontrolle. Da scheint ihm richtig einer abzugehen. Rendern wir uns mal 30 Frames ab diesem Punkt und schauen uns das mal an. Ich spiele hier noch dieses Ausspuckgeräusch von ihm ein. Ob es eins ist, bleibt dir überlassen. That led to Chris Wood's death. 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 Vorher nicht zu sehen und auch sehr interessant, diese weißen Punkte, die da erscheinen, wenn diese Fliege in seinem Mund verschwindet, hat die ihm doch tatsächlich direkt ein Gelege aus Eiern um die Lippe gelegt. Was für ein armer Mann. Spuckt das auch weg, sonst kommen noch mehr aus deinem Mund. Übrigens nenne ich ihn Kröterich, da er ja angibt, ihm sei eine Fliege an den Mund geflogen. Er spuckt sie aber nicht aus, sondern scheint sie zu verschlucken, wie ein Frosch es auch tun würde. Das hier ist auch keinesfalls ein gewöhnliches Artefakt, sondern es sieht sogar auch ein wenig wie diese Zunge aus, die da schon unter dieser gewaltigen, geriffelten Nase hervorlugt. Kurz bevor ihm dann die Augenlider rechtwinklig nach vorne abzustehen beginnen. Weiße Augenlider. Und ich betone es noch einmal, hier war alles noch okay. Da war diese Mücke noch gar nicht präsent. Leider spielt er uns keine schreckliche Dissonanz. Nur jemand, der gleich wegen Heuschnupfen tot umfällt? Oder doch eine Anomalie? Ein
von hunderten Stichen geplagter Reporter. Immungeschwächt, da er sich sonst nur in einer Großstadt aufhält, fiel er nun Insekten zum Opfer und verquoll zu einer züngelnden reptiloiden Masse aus Unwirklichkeit. Verkommen zu einer Urban Legend, wisst ihr noch damals, als der Kröterich hier bei uns war. Doch nun das Entscheidende. Wo sollte diese angebliche Fliege vorher zu sehen sein? Sie muss in dem Frame vorher oder in dem davor wenigstens als verschwommener Fleck irgendwo auftauchen. Wo ist sie? Wo sollte sie sein? Und von wo sollte sie hergeflogen gekommen sein, wenn sie so an seinem Mund landet? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nur aus der von uns aus gesehen linken Richtung. Alles andere würde einen anderen Landeplatz ergeben, meiner Meinung nach. Und das alles, nachdem ihm sein Gesicht geradewegs wie Wachs zu verlaufen scheint. Besuchen Sie die Oberfläche und erleben Sie den Menschen hautnah, gerade so, als seien Sie selbst einer mit Dr. Schnurlf Javanses Tarnwachs. Dort kommt von nirgendwoher eine Mücke und diese Punkte sind auch schon vorher da, haben die ihm vorher schon Eier ins Gesicht gestochen. Dort schlüpfen dann kleine Zungen raus, die krabbeln in seinen Mund und dann ragen sie irgendwann, wenn er von Tod und Leid spricht, aus ihm hervor. Wer das hier noch für einen Menschen hält, ist selbst keiner. Nur noch einige Stills in guter Qualität. 5 oder 6 habe ich gemacht. Die kommen nun noch und dann ist dieser Beitrag vorbei. Genau wie seine Tarnung. Ich meine, come on, das hier ist ja wohl offensichtlich. Wie genau will man es noch zu sehen bekommen, dass man es endlich glaubt? Oder wenigstens für möglich hält, dass es so sein könnte? Schau dir das doch mal an, woher sollen diese Totenkopfschädelzähne oder Eier irgendwelchen Mücken kommen.